Hallo! Habt ihr mich lustig getrunken? Kann ich ein bisschen Saallicht haben? Ich würde gerne so eine Farbenfotografie machen. Wenn ihr mit jemandem da seid, wo ihr nicht mit ihm da sein solltet. Jetzt wäre der Moment zum... Es hat mich kürzlich übrigens habe ich ein Interview gegeben, wo mich jemand zum ersten Mal gefragt hat, hey, denkst du eigentlich an Persönlichkeitsrechte? Und ich so, nein. Es hat sich aber noch nie jemand gewehrt. Fangt ihr nicht damit an. So, Panorama. Okay, jetzt, oh, das, kannst du die ein bisschen runterfahren? Wie die blendet recht. Oh, wunderbar. Jetzt könnt ihr so tun, wie es euch gefallen. Winken, lachen, yeah! Wee! Woo! Wow, ist mega dunkel. Ja gut, gell? Hübscher werden wir nicht mehr. Aber da in der Mitte ist es. Geht das nicht heller da im Publikumsbereich? Nicht? Gar nicht? Also ist er vorne? Voilà! Also ich probiere es nochmal. Entschuldigung. Sorry, dass ich da so. Oder ich bin aus dem Internet rausgekommen. Yeah! Woo! Whatever! So. Ja, ja. Ist gut. Danke vielmals. Wo habe ich jetzt den Zettel an? Habe ich den mitgenommen? In ein Buch. Ins schwarze Buch. Wieso froh, dass ich Menschen beobachte? Das andere schwarze Buch. Voilà. Also ich hätte jetzt auch noch 3 Minuten können. Und die ganze so. Sonst so. Gut. Also. Ja. Ich mache gerade weiter mit... mit etwas... mit Selbstverletzung. Mit etwas ein bisschen ernsthafterem. Und zwar wird ich immer wieder gefragt zum Thema Selbstliebe. Und das ist ja so, das ist ja noch ein wichtiges, ich finde, es ist wie so ein Gratwanderungsthema heute. Oder? Also wir propagieren die ganze Zeit, hey, du musst dich auch gerne haben. Komm, sagt jemand mal, ich bin recht cool, heisst Narzisst! Also, nur schon, dass die Leute keine Ahnung haben, was Narzissmus ist. Aber es ist so das Selbstdarstellungsding. Oder? Das hat man ja mir, das war lustig, am Anfang meiner Karriere. Es sind immer wieder Leute gekommen, die gesagt haben, ja, aber also, du bist ja totale Selbstdarstellerin. Haben das so in den Äther rausgeschickt. Und wenn das mal jemand direkt gesagt hat, hätte ich gesagt, ja, selbstverständlich. Also das ist ja mein Job. Jeder Künstler stellt das, was er macht, dar. Und das kann man lässig finden oder nicht. Und das ist so schwierig, weil das kann ein Kompliment sein und eine Verletzung. Und ich habe mal da so ein Text geschrieben. Und das heisst, wie bekomme ich mich gern? Und ganz wichtig ist der Anfang. Disclaimer, das fängt so an. Ich bin die Gosht nicht über alle Zweifel erhaben. Wirklich nicht. Und der Sinn dieses Textes ist es nicht, irgendjemandem meine Lebensweise aufzudrängen. Püt mit der Hühnervogel. Aber viele Menschen schreiben mir und fragen, warum ich so zufrieden wirke. Das schmeichelt natürlich schon einmal. Das Problem von Ratschlägen an die Allgemeinheit, also was heißt das Problem? Ein Problem von Ratschlägen an die Allgemeinheit ist, dass man entweder von sich oder von Statistiken reden kann, aber nie für jeden Einzelnen. Nie. Das hält sehr viele Menschen in keinster Weise davon ab, pauschal zu behaupten, ihre Lebensweise sei das Nonplusultra und machen Sie es wie mich und werden Sie Multikazillionär. Und Männer und Frauen schenken Ihnen ihre Genitalien zum Zmorgen. Mit Maschli. Nur gibt es in menschlichen Belangen genauso viele Antworten, wie es Fragen gibt. Es gibt genauso viele Lebensmodelle, wie es Menschen gibt. Dies also ist eine Perspektive. Meine.
Und ich habe oft keine Ahnung, was ich tue. Stimmt im Fall. Ganz häufig, keine Ahnung. Ich bin auch keine Paartherapie-Expertin. Ich bin jedoch Expertin in meiner eigenen Geschichte. Und da ich weiß, dass die Expertise anderer in deren Geschichte mir oft weitergeholfen hat, will ich hier einmal ein paar Worte zur Selbstliebe verlieren. Man kann davon mitnehmen, was man will. Ich liebe mich. So. Erstes Problem, so etwas sagt man nicht. Ja, ich habe den Satz gerade gelesen und dachte, jetzt fühlst du dich. Es ist eins der Paradoxa unserer Zeit, dass uns zwar von überall her entgegengeplärrt wird, wir sollen uns Gottverdammt einmal gern haben, gleichzeitig ist jeder, der sich ein bisschen zelebriert, gleich ein Narzisst. Das dabei, und das habe ich alles schon erzählt, bla bla bla. Hab dich gern, aber bloß nicht zu fest. Liebe dich, so wie du bist, aber glutenfrei und 5 Kilo leichter, wenn es geht. Zellulite haben im Fall alle, aber Bier sieht schon speziell scheiße aus. Wir werden also geprägt, ein ambivalentes, gespaltenes Verhältnis zu unserer eigenen Person zu entwickeln und es ist schwierig, ein stabiles Selbstbild aufzubauen. Die Inputs von außen werden durch das moderne Wunder der sozialen Medien nicht weniger. Flucht vor stetigem Feedback ist für viele kaum noch möglich. Und damit meine ich auch Menschen, die nicht wie ich auf Facebook wohnen. Dabei ist das doch kompletter Quatsch. Selbstliebe ist eine innere Einstellung, die man nach außen tragen kann, wenn man will. Ich habe ewig gebraucht, mich gern zu bekommen. Das liegt auch daran, dass uns dieses Konstrukt oft als Iron Man der Selbsterkenntnis verschachert wird. Dabei hat es, wie alles andere Menschliche, 45.000 Shades of Gackeligal bis Kackorange. Selbstliebe ist kein plötzliches, ultimatives Supergefühl, sondern das Einsetzen eines Grundrauschens des Wohlseins und ein Kompromiss, den man mit sich selbst eingeht. Ich versuche, das besser zu erklären. Wenn ich sage, dass ich mich selber liebe, bedeutet das nicht, dass ich mich zu jedem Zeitpunkt mag. Das ist eine meiner zentralsten Einsichten. Ich finde mich ab und zu komplette Vollscheiße. Ich hasse es, wenn ich passiv-aggressiv bin, zum Beispiel. Wenn der Mann in meinem Leben meiner Nasenspitze detailliert ablesen soll, wie es mir geht, warum, was er dazu beigetragen hat und wie er meine Gefühlslage möglichst schnell wieder auf Kurs bringen soll. Absolut beschissen finde ich das und ich habe es schon viel eher im Griff als auch schon, aber halt nicht ganz. Und trotzdem bin ich okay. Ich mag auch mein Äußeres nicht immer. Mein Po ist zu groß, meine Lippen zu schmal und ich habe Schlupflider und hallo Zellulite. Das ist kein Fischen nach Komplimenten. Ich schwöre, in meinen Augen sind das Tatsachen, die mich stören. Und das ist mega okay. Es bedeutet nicht, dass ich mich als Ganzes nicht gern haben kann. Und dass ich mich nicht attraktiv finden darf. Ich sehe halt manchmal ein bisschen aus wie ein Gremlin nach der Street Parade. Eine weitere Basis für eine gute Beziehung zu sich selbst ist, sich nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Apropos Gremlin. Ich habe das Glück, dass es mir absolut nichts ausmacht, mich zum Affen und mich hässlich zu machen. Deshalb kann ich auch als Comedienne auf der Bühne stehen. Ich bin nicht komplett uneitel, ich kann aber oder habe gelernt zu unterscheiden, wann ich meine Eitelkeit getrost in den Abfalleimer werfen kann. Und fast das Wichtigste, ich weiß, dass für mein Lebensglück die Verantwortung allein ich trage. Kein Mann, kein Kind, keine Fangemeinde, keine Karriere, nur ich. Und als ich begriff, dass ich die längste und intensivste Liebesbeziehung meines Lebens mit mir führen muss, fing ich an, mir eine gute, unterstützende und ja, liebevolle Lebenspartnerin zu sein. Anstatt mich ständig runterzumachen und mir zu sagen, was alles an mir nicht stimmt. Mit so jemandem würde man doch nie sein Leben verbringen wollen. Man kann sich, so denke ich, das mit der Selbstliebe wie mit der Liebe zu einem anderen Menschen vorstellen. Keiner von denen ist perfekt, aber wir können überwältigende Gefühle der Zuneigung für sie haben. Meist gehen wir mit anderen ja viel liebevoller um als mit uns selbst. Und wir lieben sie, auch wenn sie uns Gott jämmerlich auf den Sack gehen. Genau das sollten wir auch mit uns. Hier nochmal die Grundlagen meiner persönlichen Selbstliebe.
Selbstliebe ist nicht das komplett überpositive Rauschgefühl des Sich-Perfekt-Findens, das uns oft verkauft wird. Es ist in meinen Augen vielmehr ein Nachhausekommen. Ich muss mich nicht immer mögen. Ich muss nicht alles an mir mögen. Ich darf mich auch mal voll kacke finden. Lach mal wieder über dich, das Leben ist kein Perfektionswettbewerb und wenn doch, muss man sich eventuell Gedanken über seine Lebensumstände machen. Das gilt für dich, dein Verhalten und ja, auch fürs Bett. Lachen ist das Beste. Dass es Dinge gibt, die ich gerne ändern würde, und es sind deren sehr viele, bedeutet nicht, dass ich nicht liebenswert bin. Wenn der Reifen platt ist, heißt das noch lange nicht, dass das komplette Auto wertlos ist. Es liegt in deiner Hand, Frieden mit dir zu machen, denn der einzige Mensch, mit dem du definitiv den Rest deines Lebens verbringen wirst, bist du selbst. Und das ist auch der erste Mensch, der von dir eine gute Meinung haben sollte, also sei doch etwas liebevoller mit dir selbst. Voilà. Und deshalb wirklich so zufrieden. Aber im Fall auch nicht immer. Also, das ist jetzt so viel so, Mama, ja, Kumbaya und so. Und dann am Morgen wieder so. Gut. Aber häufig bringe ich es an. Gut. Oh ja. Eine andere Art von Liebe, die es gibt, ist die Liebe zu unseren Freunden und unseren Freundinnen. Und das Nächste ist eine Liebeserklärung an meine Freundinnen. Und das ist nicht das Zettel. Auch das nicht. Moment. So gut. Hä? Das ist das richtige Buch. Aber das falsche Zettel. Sonst so? Aha. 4. Habe ich vorher angeschaut. Stimmt auch nicht. Es hat noch nicht geklappt, warte. Ja, aber sag mal. Nein, durchblättern kann ich nicht, das geht so. Nee, Liebe, ist es dann in dem da drin? What? Sag mal. Mehr Liebe. La 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 la. Also. Sieh hinne. Weiß ich nicht genau, wer du meinst. So, 23, sag mal. Also es war schon mal das falsche Buch, das ich geschaut habe. Ah, voilà. Es war also die Nummer 1, aber in einem anderen Buch. Wow. Gut. Some things never change. Eine Ode an meine Freundinnen. Ich weiß noch damals, als ich noch jung und die Feldstecher noch schwarz-weiß waren. Da war ich immer mal wieder ganz, ganz fest verliebt. So richtig mit Haut und Haar und vor allem mit meinem jugendlichen Teenie-Herzen. Der Auserkorene war für mich dann der schönste von allen, seine Pickel waren egal. Sein Flaumbart erschien mir wie Einhornschamhaar. Ich übte auch gerne mal meine Unterschrift als seine zukünftige Frau. Tönt nicht so, wie er es nicht gemacht hätte. Kleines Detail, schon mit 14 tat ich dies mit Doppelnamen. Girl Power! Alles hätte ich für ihn aufgegeben, sogar meine Plastik-Knucki-Sammlung. Erwiderten er und sein Töffli meine Gefühle nicht, was doch relativ oft passierte, dann war das stets das Ende der Welt. Also ging etwa 4-mal pro Jahr die Welt unter. Dafür hatte man damals aber seine Freundinnen. Ja, damals, als Instagram noch aus einer schwarz-weiß Fotokabine in einem düsteren Hausdurchgang in Winterthur bestand. Represent.
Und mein Portemonnaie, übrigens von Fishbone. Sieht man die Altersverteilung. Wunderbar. Es gibt so Lässige, wo ich sage Fishbone, also. Bitch, what? Aber ihr seid in meinem Team, ich merke es. Und mein Portemonnaie aus allen Nähten platzte, weil Fotos von ca. 10% der Weltbevölkerung zwischen 13 und 17 hineingestopft waren. Immer so ein Viereckchen hatte. Ja, yeah. Meine Föteli-Freundinnen und ich saßen dann jeweils in Schlaghosen und Buffalos auf dem Boden, rauchten seltsame Zigarettensorten, die eine von uns bei den Eltern geklaut hatte, und wir weinten und schluchzten uns den Frust über die verlorene Liebe von der Seele, während unsere Freundinnen uns versicherten, er ist's nicht wert. So mit Elfi. Ich hieß damals Jö. No shit. Jö, ja. Noch nie gehört, der Spruch. Ah doch. Ja, da hatten meine Gespändli meinen Eltern einen gehörigen Strich durch ihre, den Namen Joni kann man nicht verhunzen, Pläne gemacht. Ich glaube, man sollte sich einfach eingestehen, dass jeder Kindername unweigerlich verhunzt werden wird und sich deshalb einfach den auslesen, den man am schönsten findet. Anyway. Jedenfalls waren Jö und ihre Teenie-Freundinnen ihre gegenseitigen Psychotherapeutinnen und Lebensberaterinnen. So wie Sex und der City. Ohne Sex. Und ohne City. Nicht nur beim Liebeskummer selbst, sondern auch vorher wurde ausgiebig besprochen, ob er einen nun angeschaut hatte. Wie lange, in welchem Winkel und was das nun bedeutete. Darauf wurden sowohl Dr. Sommer als auch der Bravo Psychotest konsultiert, der einem ein für alle Mal verraten sollte, ob deinen Schwarm und dich die große Liebe verbindet. Ab ca. 12 Jahren wusste man auch, wie man diese Tests manipulieren kann, sodass genau das Resultat rauskommt, das man sich wünscht. Nämlich, ja, es passt für immer und ewig und 3 Tage. Ja. Nun zurück zum Anfang. Ich war also verliebt. Immer. Und ich wusste, wenn ich mal älter bin, wird das alles anders. Dann tut das nicht mehr so weh. Dann läuft das alles vernünftig und einfach. Aha. Right. Gerade erst saß ich mit einer Freundin am Tisch und interpretierte mal wieder am Datingverhalten eines potenziellen Gespusis rum. Weißt du, dann habe ich so geschrieben und er so 2 Tage nicht. Ich meine, sorry. Dann flirtet er aber immer und das würde ich ja nicht machen, wenn er mich nicht wieder cool finde. Doch, doch. Oh, doch. Oh, doch. Und irgendwann sagte auch ich, er ist nicht wert. Dann knallten wir beide unsere wodka-schweren Köpfe auf den Tisch und waren uns einig, some things never change. Ich bin sicher, auch in 30 Jahren werde ich mit meinen Freundinnen beim Kamillentee-Medium über irgend so einen Schnauz diskutieren. Nur halt mit Rollator statt Töffli. Und ganz ehrlich, das Spiel gehört dazu. Mal funktioniert's, mal nicht. Herzen brechen und das wird für immer und ewig satanisch wehtun. Das Allerwichtigste und die Quintessenz dieses Textes ist aber nicht, wie mühsam und repetitiv die Partnersuche oder auch das Beziehungsleben, sind wir ehrlich, bis ins hohe Alter sein können, sondern die Tatsache, dass die guten Menschen an unserer Seite uns bis dahin begleiten. Mhm. True friends listen to your bullshit, tell you it's bullshit, then listen to some more of your bullshit. Yeah. Ja. In diesem Sinne, danke für die letzten 20 Jahre voller Bullshit, verschmierten Mascara, nächtlichen Tröstbesuchen inklusive Cupcakes und ganz, ganz vielen Pflasterli auf gebrochenen Herzen. Oh. Ah ja, der nächste Text
ist auch so ein Emo-Text. Muss ich jetzt? Da. Und das ist ein Text, wo generell um die Liebe geht in der Familie. Und er heisst das Monatsfreudli. Also nicht das Monatsfreudli. Das habe ich erst letztens so gedacht. Wow, das könnte falsch verstanden werden. Das ist nicht das. Den Text habe ich mal an der Weihnacht geschrieben. Es ist der erste Advent. Die Weihnachtszeit soll ja die Zeit der Menschlichkeit und der Nächstenliebe sein. Dass sie das in Tat und Wahrheit leider nicht ist, bestätigt sich nach einem Blick in die Zeitung. Man könnte meinen, wahren Weihnachtsgeist gäbe es nur noch in Hollywood. Jedoch weit gefehlt. Ich möchte euch heute die Geschichte des Monats Freudli erzählen. Eine Geschichte aus meiner Familie, die wahr ist und die auch mir immer wieder den Glauben an die Menschheit zurückgibt. 1978 steckte meine Großmutter in einer tiefen Lebenskrise. Es ging ihr wirklich nicht gut. Das wusste auch mein Vater, damals junger Arzt. Es fiel ihm deshalb umso schwerer, meine Großmutter zurückzulassen, als er mit meiner Mutter und meinem neugeborenen Bruder die Schweiz verließ, um in Argentinien, wo gerade Militärdiktatur herrschte, fürs IKRK zu arbeiten. Kleiner Exkurs. Das kommt jetzt gerade in den Sinn. Mein Vater ist sehr ein grossartiger Mensch. Und kürzlich, also nein, das ist schon ein bisschen länger her, aber es gibt so eine Geschichte, wo er bei mir war und ich erst gerade kürzlich den Film gesehen, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heisst, auf Spanisch heisst der Diarios de Motocicletas. Also die Motorcycle Diaries mit dem Che Guevara, also der Gael García Bernal. Ne? Fahrt mit seinem Homie, also der Che ist mit seinem Freund, mit dem TÜV durch ganz Südamerika gefahren. Und ich habe den Film gesehen, ich habe den schön gefunden. Und habe also zu meinem Vater gesagt, du hast eigentlich Diarios de Motocicletas mal gesehen. Er sagte, nein, er hat nie gesehen. Er sagte, ja, solltest du mal schauen, ist wirklich ein schöner Film. Und mein Vater so, ja, das könnte ich mal. Hast du gewusst, dass ich im Che seinen Bruder gekannt habe? Meinst du den gleichen Che wie ich? Er so, ja, der war im Gefängnis in Argentinien. Ich so, ah, no shit, der war im Gefängnis in Argentinien. Ja, ich bin sein Arzt. Ich so, ah, was war dein Arzt? Weißt du, Militärdiktatur, da wird der Bruder vom Che wahrscheinlich als erstes ins Gefängnis geführt. Ich so, ja, fertig ist die Geschichte. Das ist auch mein Vater so. Übrigens, ich warte darauf, dass er sagt, hey, der Fidel Castro ist mein Bruder. Oder so. Also, mein Vater ist auf Argentinien zum Physikwerk zu arbeiten. Und dort hat er eben dann den Check, seinen Bruder, whatever. Er überlegte sich, wie er meine Großmutter aufhalten könnte und entschied sich, einen Dauerauftrag auf ihr Konto aufzugeben. 100 Stutz pro Monat. Beim Zahlungszweck vermerkte er das Monatsfreudli von jemandem, der dich gern hat. Seinen Namen nannte er nicht. Meine Großmutter bekam also die erste Zahlung und hielt diese für einen Irrtum. Als die zweite Zahlung einging, wunderte sie, also sie hat sie trotzdem behalten. Als die zweite Zahlung einging, wunderte sie sich schon eher und fuhr darauf zur Bankfiliale, von welcher die Einzahlungen kamen und erkundigte sich, wer der Auftraggeber sei. Das dürfe man ihr nicht sagen, sagte die Bankangestellte. Ob sie denn dem Auftraggeber theoretisch eine Nachricht überbringen könnte, wollte meine Großmutter dann wissen, ja, das sei möglich. Und so begann meine Großmutter jeden Monat in ein kleines Büchlein zu notieren, wofür sie das Monatsfreudli brauchte. Unter anderem kaufte sie davon eine Lampe, die jetzt im Büro meines Vaters steht. Oft verwendete sie es auch nicht für sich selbst, sondern machte damit anderen eine Freude. Zum Beispiel, indem sie Freundinnen Blumen brachte, die sie sich sonst nicht hätte leisten können. Im Büchli machte sie nebst genauen Notizen oft auch liebevoll aufwendige Zeichnungen von den Dingen, die sie sich oder anderen kaufte. Nach einem Jahr brachte sie das Büchlein zur Bank und ließ es an den Auftraggeber schicken. Und so bekam mein Vater jedes Jahr, auch lange nachdem er wieder aus Argentinien zurück war, ein Sammelsurium an Beschreibungen, Notizen und Zeichnungen. Ein Spiegel davon, wie viel dieses Monatsfreude seiner Mutter bedeutete. Irgendwann begannen meine Eltern sich niederzulassen und mussten selber stark auf die Finanzen schauen. Meinem Vater blieb nichts anderes übrig, als die Einzahlungen einzustellen und er musste fragen, von wem die Überweisungen jeden Monat gekommen waren. Die Büchlein aber, die gibt es noch immer. Genauso wie diese Geschichte und das Wissen meinerseits, dass man für wirklich schöne zwischenmenschliche Geschichten nicht ins Kino muss. In liebevoller Erinnerung an Johanna,
meine Großmutti, die mir auch heute nach fast 20 Jahren immer wieder fehlt. Jetzt kommt noch mal so eine emotionale Geschichte. Schaffen das? Lehnt es raus! Ich bin ja Psychologin, wir können reden nachher reden. Für 200 Stutz pro Stunde. 180? Nein, sorry. Genau. Ich bin vor einem Jahr, also ich bin ja jetzt die Lesung. Findet ja jetzt statt, weil ich im Februar im Spital war. Und ich war auch vor einem Jahr schon mal im Spital. Yay, Spital! Lustig, wie es immer dann, wenn es kalt ist. Also vielleicht ist das einfach mein Winterschlaf. Aber ich war auch vor einem Jahr schon leider länger im Spital. Und ich rede amig so ein bisschen über. Also ich muss da überhaupt nicht thematisieren, was ich hatte. Ist absolut unwichtig. Aber was mir in selberer Zeit so etwas aufgefallen ist, ist das Gefühl von Unfreiheit. Dass es Moment gegeben hat, also ich bin in 3 Wochen und 1 Tag, glaube ich, habe es erzählt, in dem gleichen Zimmer gewesen. Und draussen war es wirklich bitter kalt gewesen, und ich habe Leute gesehen rumlaufen und es sind Leute hier und ich dachte, es ist so kalt. Und ich habe gedacht, wenn du wüsstest, wie gerne ich jetzt in die Kälte raus würde. Also das Gefühl von Unfreiheit und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass wir uns selber und wie es uns geht, häufig nur dem bewusst sind, wenn es uns schlecht geht. Also wenn es uns schlecht ist oder wenn uns etwas wehtut oder wenn wir traurig sind oder so etwas. Und also das innehalten und mal merken, wie unfassbar privilegiert das wir sind. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Das war eine absolute Kackzeit. Ganz, ganz, ganz eine schwierige Zeit, wo ich ohne die Unterstützung von meinem Partner und von meiner Familie, also es haben dann viele Leute gesagt, wie hast du das überstanden und kannst du nicht, was bleibt dir denn sonst übrig? Aber wo viel, viel schwieriger gewesen wäre. Aber ich glaube, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich jetzt versuche, ab und zu mal innezuhalten und mir zu überlegen, hey, wie gut geht es dir eigentlich? Mach das doch jetzt schnell. Ist gut, oder? Also. Und der Text ist ein Text vom letzten Jahr und er heißt Frau B und das Ende des Lebens. Frau B sitzt im großen Lehstuhl am Fenster und schaut. Schaut, wie heute wenige schauen. Ohne Handy, ohne Unterbrechung. Schaut einfach hinaus ins Schneetreiben und das genügt ihr. Lektion 1, Genügsamkeit. Lektion 2, ab und an nur eine Sache aufs Mal machen, kein Handy. Immer wieder sehe ich sie, wenn ich meine Runden drehe in den schier endlosen Korridoren des Spitals. Möchte nicht einrosten. Und immer wieder ist da Frau B. Irgendwann setze ich mich zu ihr und wir kommen ins Reden. Frau B hat Krebs. Es ist kein Thema, um welches man hier herumtäppelt. Man ist ehrlich, schließlich sitzt man in irgendeiner Weise im selben Boot. Man fragt direkt, was man hat, und Frau B hat Krebs. Frau B ist alt, sagt sie selbst. Ich bin eine alte Frau, wiederholt sie mehrfach in ihrem wunderschönen Walliserdeutsch. Ich schätze sie auf ca. 75. Ist das überhaupt alt? Man habe sie nun ausgeräumt, sagt sie. Ob das den Krebs aufhalte, wisse sie nicht. Und die Ärzte auch nicht. Sie redet streng, aber wohlwollend über ihre Ärzte. Das seien Schulbuben. Und ich stelle insgeheim die Vermutung auf, sie könnte Lehrerin gewesen sein. Später bestätigt sie mir diese Annahme. Frau B. ist klug. Sie spricht wohlgewählte Sätze und erinnert mich an meine Großmutter aus dem Text vorher. In ihren Aussagen ist viel Weisheit. Aus meinem Mund würden sie lächerlich klingen, doch das, was sie spricht, würde ich am liebsten sofort aufschreiben. Es ist die Magie der alten Frau. Zu einem Zeitpunkt reden wir darüber, was am Lebensende Wichtigkeit hat. Ich sage ihr, dass ich der Ansicht sei, dass nicht alle Fragen beantwortet und nicht alles geklärt sein müsse. Sie antwortet mir, ich würde einen Schritt weitergehen.
das Fragen an sich lässt nach. Früher habe ich viel gefragt, heute will ich gar nicht mehr alles wissen. Lektion 3, weniger Fragen. Nicht die Antworten, sondern das Fragen an sich reduzieren. Frau B. fragt mich, wie ich mich zum jetzigen Zeitpunkt, also mit knapp 35, fühlen würde, wenn ich sterben müsste. Ich antworte ihr erst bei unserem nächsten Treffen. Ich sage ihr, ich würde mir wünschen, sehr natürlich und frei mit diesem Thema umgehen zu können, in Dankbarkeit gehen zu können. Tatsächlich wäre ich wohl wütend, traurig, verloren. Frei nach Kübler-Ross. Ich denke, ich würde eine Art Neid auf alle verspüren, die weiterleben dürfen, während ich würde gehen müssen. Dass der Laden hier unten einfach weiterläuft, obwohl ich nicht mehr da bin. Ich wäre auch gerne noch etwas hier, sagt Frau B., aber nicht so. Sie zeigt an ihrem Körper hinunter. Und nicht hier. Sie zeigt den Gang entlang. Ich und auch viele andere schreiben oft über den Tod als natürlichen Bestandteil des Lebens, dass wir ihn nicht zum Buhmann machen sollten, etc. Wir sollten dies nicht mit dem Tod, wir sollten das nicht mit dem Tod, winkt Frau B. ab. Tatsache sei doch, wir waren fast alle noch nie so nah dran, dass wir das wirklich beurteilen könnten. Wir können uns diesen natürlichen Umgang wünschen, wir können auch in natürlicher Weise über den Tod zu reden versuchen und es ist ja auch schön, wenn uns dies ein Stück Angst davor nimmt. Was unsere Psyche dann tatsächlich erlebt, können wir nicht wissen. Das kann auch bitter sein und schlimm und unfertig. Man kann noch so das Gefühl haben, im Reinen zu sein mit sich und dem Leben, wenn es dann soweit ist, ist es nochmal was anderes. Lektion 4. Es ist, was es ist, was es ist. Ob ich denn nicht an einen Himmel glaube, will Frau B. wissen. Und ich sage ihr ehrlich, dass der Glaube an einen solchen Ort ein Geschenk ist, das ich noch nicht erhalten hätte. Was denn ihre Vermutung sei, wo sie denn hinzugehen glaube? Sie studiert lange und sagt dann, sie würde gerne mit Wohlwollen auf das Treiben hier unten herabschauen. Sie sei nicht religiös, aber dabei zuzuschauen, wie ihre Liebsten, sie hat 12 Enkelkinder, sich entwickeln, das würde sie sich von Herzen wünschen. Aber eigentlich, sagt sie nachdenklich, sollte man sich diese Fragen schon viel früher stellen. Denn genau in der Weise, wie ich im Tod bei meinen Liebsten sein will, sollte ich das auch schon zu Lebzeiten sein. Vielleicht wäre das ein guter Anfang für einen wohlwollenderen Umgang und für ein friedlicheres Miteinander. Lektion 5. Nicht zu lange warten, gute, versöhnliche Gefühle für andere Menschen zu entwickeln und sie auch zu zeigen. Anmerkung der Autorin. Die Gespräche mit Frau B. dauerten viel länger, beinhalteten auch Diskussionen über das Wetter und den Geschmack von Kontrastmitteln. Dies sind lediglich kurze, sinngemäße Ausschnitte, die ich aus unserer kurzen Schwesternschaft habe mitnehmen dürfen. Oh ja. Schau, jetzt nehme ich das Richtige. Ich habe gefunden, jetzt, wo ihr so emo seid, wer von euch ist in einer Beziehung? Ich habe da mal Tipps entworfen und ich bin ja Psychologin und ich habe gefunden, hey, gib euch das jetzt mit auf den Weg. Gratis, bitte gern geschehen. Sie sind mega ernst. Das merken ihr an der Position. Das ist übrigens echt lustig, mein Vater, Psychiater. Sitzt häufig etwas so dort? Und dann fragst du irgendwie, ja, was sind denn so deine Gedanken über Depression? Und dann weisst du, jetzt kommt die Weisheit. Das ist die Weisheitsposition. Also, Tipps zur Aufrechterhaltung einer harmonischen Beziehung. Für ihn. Sei immer ehrlich. Wenn sie zugenommen hat, sag ihr das. So, vor allem so kurz vor dem Ausgang, wenn sie ein neues Kleid anzieht und fragt, ob es ihr steht. Ehrlichkeit ist die Basis einer harmonischen Beziehung. Nenn sie ab und an Alter oder Dude. Das gibt dir das Gefühl, nicht nur deine Liebhaberin, sondern auch deine beste Freundin zu sein. Wenn du ihr Blumen schenkst, erwähne unbedingt, wie teuer sie waren.
Falls die Verkäuferin hübsch war, erwähne auch dies. Wenn ihr gemeinsam einen Ausflug plant, betrink dich am Abend vorher sehr, sehr fest mit deinen Jungs. Am besten nimmst du dazu auch noch Drogen, damit du direkt vom Ausgang zum Treffpunkt gehen und dann auf der Reise immer wieder einschlafen kannst. Überrasch deine Partnerin ab und zu, das ist wichtig. Frauen freuen sich zum Beispiel immer über Vorschläge wie einen Dreier mit deiner besten Freundin oder Fußball mit mir und den Jungs, Luigi bringt seine Vuvuzela. Wenn du eine andere Frau attraktiv findest, frage sie nach ihrer Meinung. Sie wird das spannend finden und sich integriert fühlen. Und zum Schluss, Geschenke erhalten die Harmonie. Falls du noch Schmuck hast, den dir deine Ex zurückgegeben hat, zögere nicht, ihn deiner jetzigen Freundin zu schenken. Die Gravur ist ja ganz klein. Für sie, ja, Girls, lose. Frage regelmäßig, circa zweimal pro Tag, wie er sich fühlt. Er mag so tun, als wolle er nicht über seine Gedanken reden, aber du weißt es ja besser. Im Innern ist er sehr sensibel und es tut ihm gut, sich auszutauschen. Überfordere ihn nicht mit deinem Verlangen nach Sex. Er ist ja kein Tier. Nicht jeder Mann mag Blowjobs. Nimm also Rücksicht und verzichte ab und an, am besten für 2 Wochen, komplett auf körperlichen Kontakt. Ruf ihn mindestens 5-mal pro Tag an, um zu fragen, was er gerade macht. Das wird ihm zeigen, dass du dich interessierst und dass du an ihn denkst. Hast du schon so lange nicht mehr gelesen? Mach ihn zum Vegetarier. Auch hier, er ist schließlich kein Tier. Er wird es dir später danken. Ändere deine Meinung bei jeder noch so kleinen Entscheidung mindestens 5-mal. Er wird dich so, auch wenn ihr schon länger zusammen seid, für mysteriös und spannend halten. Entscheide du, wann seine Kleider in die Altkleidersammlung gehören. Er hat nicht so ein Gespür dafür. Außerdem hat ja sowieso irgendwer seinen Namen auf sein Lieblingstrikot gekritzelt. Das kann er eh nicht mehr brauchen. Oh ja. Wenn er dich an einer Party mit seinen Jungs nicht beachtet, ziehe erst einen sauren Stein, dann mach eine Szene. Er wird dich dafür bewundern, dass du dich wehrst. Und zum Schluss, immer wenn du wütend bist und er dich fragt, was los sei, sag nüt. Verschränke dabei die Arme. Er wird sofort wissen, was du denkst, was dich verletzt hat, wieso und was er nun tun muss. Ich schwöre. Wenn man es gerade von der Selbstkritik kennt, das ist schlecht. Ich habe den Text wirklich schon mega lange nicht mehr gelesen. Und also viel trifft zu, sorry. Ja. Gut. Tipps habe ich gegeben. Gut, kann ich. Oh ja. Jetzt geht es noch um Hassliebe. Was ist da drin irgendwo? Das muss ich jetzt zuerst suchen. Da, 34. Hassliebe habe ich einmal thematisiert. Und zwar im Text Pendeln. Die Hassliebe meines Lebens. Heute, meine Liebsten, möchte ich wieder einmal vom Pendeln erzählen. Ich liebe und hasse es ja von ganzem Herzen. Gestern zum Beispiel beschlossen die SBB aus mir bisher unerfindlichen Gründen, den Zug von Baden nach Zürich um 18 Uhr um 3 Wagen zu kürzen. Ich stelle mir in solchen Momenten immer den SBB-CEO Andreas Mayer, keine Verwandtschaft, böse grinsend in einem Dracula-Cape und an einem Feuer sitzen, so optional mit einer Katze auf den Knien.
vor, wie er einen seiner Lakaien herbeiruft und mit tiefer Stimme sagt: «Künzli, heute nehmen wir Baden Zürich. Am 6. Künzli stimmt mit ins Lachen ein und reibt sich die Hände. Künzli hat in meiner Fantasie übrigens einen Buckel und eine krumme Nase. Anyway, es gab also zu viele Menschen und zu wenig Zug. Ja, der Zug war zu kurz, genauso wie die Zündschnüre der Passagiere. In der Kürze hatten sich die Waggons inklusive Gängen gefüllt, sodass meine Wenigkeit im Rümli vor der Tür im letzten Wagen landete. Zusammen mit einem gefühlten Viertel der Erdbevölkerung. Zum Schluss quetschten sich dann noch zwei Velofahrer mitsamt Drahtesel auf die 4 Quadratmeter große Fläche, wofür sie selbstverständlich zusammengeschissen wurden. Ist ja nicht einfach nur der Veloaufbewahrungsraum dort. Was in einer Diskussion mündete und ich belustigt zuschaute und mir wünschte, ich hätte Popcorn und ein Cookie. Oder wenigstens ein bisschen Konfetti fürs Finale. Nachdem sich die Gemüter ein wenig beruhigt hatten, entstand angespannte Stille. Man merkte, wie alle Beteiligten versuchten, sich möglichst nicht gegenseitig zu berühren, was absolut unmöglich war, und so verwandelte sich der kleine Raum in Minuten in eine Art Dampfbad. Sehr zum Leidwesen meiner sorgfältig frisierten Haare, welche sich bei solchem Klima in eine Art Stahlwollen-Strohfilz zu verwandeln pflegen. Anyway, da standen wir nun alle, schwitzend, leidend, denkend, es könne nicht noch schlimmer kommen. Und dann greift ein junger Mann in der Ecke in eine Plastiktüte und zieht was hervor? Richtig, einen Döner. Oh ja, einen Döner mit Zwiebeln und extra Fleisch und literweise Knoblauchsoße. Boah, ich habe Hunger. Eben diese ergoss sich dann ab Biss Nummer 3 über die Hände des jungen Mannes auf dem Boden und auf die Schuhe der Dame, die mit gerümpfter Nase neben ihm stand und leicht suizidal aussah. Es sagte niemand etwas. Wahrscheinlich auch, weil die Alternative zum Kebab-Gestank nach 5 Minuten wohl nasser Hund mit Schweiß gewesen wäre. Noch nie sind mir 15 Minuten dermaßen lang vorgekommen. Außer vielleicht damals an der mündlichen Mathematur, aber da roch wenigstens der Lehrer okay. Zurück zum Zug des Verderbens. Neben mir standen zwei Wanderer, ganz flott in Partner-Mammutjacken. Farbe Knallfrosch, Neongrün. Die beiden machten keinen Hehl daraus, dass es sich satanisch anschiss, gerade diesen Zug erwischt zu haben. «Du, was fällt denen eigentlich hin? Wir haben Sitzplatzbillett gekauft, dann möchte ich auch sitzen können.» «Siehst du, ich habe doch gesagt, wir hätten einfach einen früheren Zug sollen. All die Pendler brauchen alle Platz.» Die erwähnten Pendler schauten sich gegenseitig an und verdrehten die Augen. «Ja, wärt ihr doch mal auf den früheren Zug gegangen, dann hätte es mehr Platz und bedeutend mehr Intelligenz pro Quadratmeter Zug.» So fuhren wir denn alle gen Zürich, das Wasser lief die beschlagenen Scheiben hinunter und landete auf dem Boden, wo sich auch die Stimmung befand. Draußen schiffte es und drinnen hing der Dönerduft so penetrant in der Luft, dass man sie wohl hätte durchschneiden können. Am Hauptbahnhof angekommen, presste sich die gesamte Gesellschaft gegen die sich an der Tür befindliche Person, nämlich moi. Natürlich ging dann auch noch die Tür etwa 30 Sekunden lang nicht auf, was dazu führte, dass die Wandervögel mich etwa dreimal anschrien, ich solle kräftiger drücken. Wenn du Hochdeutsch redest, geht es viel besser. Was ich gekonnt ignorierte. Ich will, fünfmal drückst, geht es mega viel schneller auf. Auf dem Perron atmete ich durch und hörte der fluchenden, schnatternden, zeternden Menge zu, die an mir vorbeizog. In meinen Gedanken sah ich Andreas Meyer seine Hände zusammenfalten und teuflisch grinsend zu Kürzli sagen: «Das wär's. Vorerst.» Jetzt kommt der Letzte. Und... oh, ja, das kommt halt so. Amig gehen Sachen vorbei. Stellt euch vor, ich würde jetzt einfach hocken bleiben. So um 10:15 Uhr, so, oh mein Gott. Genau, und das ist der
glaube, der bekannteste Text, den es gibt von mir eventuell. Und er heißt «Ein anderes Lebensstreifen». Oh. Wenn wir es gerade von Zeug haben. Nachher übrigens bin ich da draußen, da hat es Bücher, die man kann, muss kaufen. Zum Sprühli halt schon gut. Nein, also man kann Bücher kaufen. Ja. Dann kann ich nachher noch einen Kebab kaufen. Obwohl es mega schwierig in dieser Gegend Kebab zu finden. Ich wohne irgendwie etwa 2,5 Minuten von da und es hat etwa 27 Kebab-Läden. Gut, also der Startschluss. Ein anderes Lebensstreifen. Wenn man etwas Schönes erlebt, dann sollte man es packen und es behalten. Und man sollte davon berichten. Und das werde ich nun tun. Heute Nachmittag fuhr ich von Bülach nach Zürich. Als ich in den Zug stieg, hoffte ich, ganz nach Schweizer Manier, dass ich ein Abteil für mich haben würde. Dem war jedoch nicht so. Ich ging auf ein Abteil zu, in dem schon eine junge Frau saß und fragte, wieder ganz Schweizerin, ob da noch frei ist. Sie antwortete nicht und sah mich etwas schüchtern an, wehrte sich jedoch nicht, worauf ich mich schräg vis-à-vis hinsetzte. Es gesellte sich im Anschluss ein älterer, bärtiger, robuster Mann im Karohemd zu uns. Als er sich gesetzt hatte, fragte die junge Frau vorsichtig, ob er auch in Oerlikon aussteigen müsse, worauf er antwortete, nein, er fahre bis nach Zürich, aber sie beide würden das mit dem Aussteigen schon hinbekommen. Da lachte die junge Frau sehr laut. So laut, dass sich einige Passagiere nach ihr umdrehten. Hallo Schweiz. Nach ihrer Lachsalve sagte sie, wissen Sie, ich bin eben behindert. Bäm. Der Mann nickte kurz anerkennend und fügte an, ich auch. Wir alle. Nun sieht man es uns halt nicht sofort an. Da lachte es wieder von der Fensterseite her und auch ich merkte, wie die Herzlichkeit und die Offenheit des Mannes mir unbewusst ein Strahlen aufs Gesicht gezaubert hatten. Die beiden begannen, sich zu unterhalten. Der Mann fragte, was denn an diesem Oerlikon so besonders sei. Ihre Verwandten würden da wohnen, kam die Antwort. Aha, ja, wo sie denn herkäme? Aus Schaffhausen. Aha, ja, das sei schöner als Oerlikon, sie habe recht, da zu wohnen. Und wieder schallte ein grelles Gelächter durch den Regiozug. Der Mann erzählte, er habe lange mit blinden Kindern gearbeitet. Oh, meinte da die junge Frau, da habe sie ja noch Glück, sie sei weder blind noch im Rollstuhl. Sie habe lediglich Mühe mit dem Laufen und sei im Kopf ein bisschen langsamer als alle anderen. Ein bisschen langsamer sein würde uns allen manchmal gut tun, erwiderte der Mann und ich hätte ihn umarmen können. Und so ging es hin und her und immer wieder prustete die junge Frau los. Viel zu laut. Für uns. Genau richtig für sie. Mich rührte dieses Gespräch unwahrscheinlich. Der Mann begegnete der jungen Frau komplett auf Augenhöhe, behandelte sie nicht wie ein rohes Ei, scheute nicht, sie zu berühren, witzelte, sagte ihr, sie sei ein zäher Hackel und das fand sie super. Sowas sagte ihr wohl sonst niemand. Sie plapperte und plapperte, erzählte von ihren Eltern, vom Vater, der Herzprobleme habe, weshalb sie mit ihrer IV zum Haushaltsbudget beitragen müsse und nicht ausziehen könne. Als ob eine Baustelle nicht schlimm genug wäre. Und man habe bei ihr nun einen Diabetes Typ 2 festgestellt. Als ob zwei Baustellen nicht genug wären. Aber dann redete sie von den Verwandten und der Katze und wie schön sie es mit ihrer besten Freundin jeweils habe und die Baustellen waren vergessen. Der Mann saß neben ihr und applaudierte, wenn sie sich freute und tätschelte ihr die Hand, wenn sie Trauriges erzählte. Er war einfach ganz bei ihr, ohne Wertung und ohne Urteil. Ich beobachtete die beiden und war voller Liebe. Klingt kitschig, ist aber so. Als die junge Frau in Oerlikon ausgestiegen war, sagte ich dem Mann, ich hätte das ein unfassbar schönes Gespräch gefunden. Er nickte und sagte, schön, wenn man das Leben eines anderen Menschen streifen darf. Und doch geben sich alle so viel Mühe, einander so wenig wie möglich zu berühren. Als würde man laufend Geschenke ablehnen. Danke vielmals.